Der Riebenkofel, ein 2386 Meter hoher Berg in den Gailtaler Alpen und in den Sommermonaten das Zuhause des Lesachtaler Bergbauern Manfred Guggenberger, der hier mit dem Motormeer aktiven Naturschutz betreibt. Das ist Bergmaat Extrem. Und diese beginnt für Manfred mit einer spektakulären, abenteuerlichen Anreise. Denn die Almwiesen, die der 51-Jährige bewirtschaftet, liegen weit über 2000 Metern Seehöhe. Ja, das ist der Riebenkofel, das ist der Berg, wo wir arbeiten, wo wir mahnen. Einen Weg bis ganz zu den Bergwiesen gibt es nicht. Das letzte Stück geht es sogar querfeldein die steile Bergflanke hinauf. Das Gelände ist dabei so steil, dass sich Manfred einen Spanngurt umhängen muss, um sich vom Motormeer ziehen zu lassen. Und weil zu zweit alles leichter geht, wird der Lesachtaler bei der Bergmaat dieses Mal von seinem Freund Klaus unterstützt. Ja, wir bewirtschaften jetzt die Alm. Mittlerweile bin ich schon 20 Jahre oben. Und zwar werden die Wiesen da von uns gemaht. Einfach um den Artenreichtum und die Biodiversität herum zu fördern. Und durchs Mahnen bzw. Behirtung macht man natürlich das Beste für die Wiesen. Und wir bewirtschaften ungefähr gut 40 Hektar Bergwiesen. Das ist bis in die 60er Jahre hauptsächlich da oben gemacht worden, weil unten haben sie die Flächen ja für Acker und für Getreide gebraucht und da oben haben sie sich eigentlich das Heu geholt. Und eben in die 60er Jahre, wo das Ganze dann nicht mehr rentabel war, da oben zu mahnen, sind die eigentlich brach gelegen und die nach dem Anfang der 2000er Jahre dann wieder angefangen, da oben zu mahnen. Und bin da auf dem Berg mittlerweile der Einzige, was das macht. Aber ich mache es gern und ich hoffe, ich kann es noch eine Zeit machen. Ist das eine schwierige Arbeit? Braucht man da spezielle Geräte? Wir müssen sagen, die Geräte sind bei mir schon langsam dazugekommen. Wir haben zuerst gedacht, das geht einfacher und leichter. Aber die ideale Kombination sind gute Geräte. Die kosten natürlich auch was. Ein bisschen Motivation braucht man. Ein bisschen Kondition und ein bisschen Erfindergeist, den man jetzt schon zu machen. Weil wir haben keinen Weg da. Wir müssen schauen, irgendwie, dass wir da raufkommen mit den Geräten. Und da schauen wir mal das Hai dann auch kriegen. Wie bringst du das Hai hinunter? Ja, ein bisschen geht es hin, sonst wenn wir so drauf kommen, geht es einfach, dass wir es in Säcke füllen, das Hai. Keine Hexerei mehr. Und dann gern auf die Kante ziehen und dort über so Lawinenriese schmeißen wir Sachen. Das Holz ungefähr dann auf 500 Meter da abwärts. Da bleibt so ein Sternbein rampen und da können wir es dann in den Transporter einfüllen und haben. Ich schätze, dass wir da rund 200 bis 300 Bollen im Jahr bringen. Und das muss man einfach gesehen haben. Mit leistungsstarken Motormähern, die speziell für die Bergwelt entwickelt wurden, werden die einzelnen, mit Heu gefüllten Big Bags zu einer Geländekante gezogen, um diese dann eine steile Lawinenrinne hinunterrollen zu lassen. Über mehrere hundert Höhenmeter stürzen die einzelnen Ballen in die Tiefe. Die Sicherheit ist Manfred sehr wichtig, damit ja kein Wanderer vom rollenden Heu getroffen wird. Ein Wanderweg wird deshalb extra für wenige Minuten gesperrt. Einfach spektakulär. Wie hat sich denn die Vegetation da oben verändert, seit du da mähen tust? Also ganz stark hat man es bei der Annika gemerkt, das hätte ich selber nicht gedacht. Die waren, wo ich angefangen habe, relativ dünn da und sind relativ stark, auch die Orchideen sind relativ stark, kennen die, profitieren natürlich vom Mahn und vom zweijährigen Schnitt. Das ist natürlich optimal. Es ist etwas weniger Futter, nicht so dicht, wie es zuerst war, aber die Qualität und so ist natürlich super da oben. Und das waren Botaniker da und die haben da einen gigantischen Artenreichtum festgestellt, weil wir viel trockene und feuchte Standorte haben, also eine große Artenvielfalt. Und die haben da gesagt, das ist der höchste Artenreichtum in den ganzen Alpen da. Du machst ja seit 20 Jahren damit aktiven Naturschutz. Ja. Machen wir Bergbauern eigentlich mehr alle. Die Krone und ich.